Und herzlich willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Im letzten Part ist Ben hier, der große, weite Klotz, hängen geblieben. Und dann wollte ich gleich weiter aufnehmen. Und dann ist mein Spiel abgestürzt nach 3 Minuten und dann hatte ich keine Lust mehr. Und eigentlich habe ich jetzt auch keine Lust, die Mission nochmal zu machen. Aber es muss ja weitergehen. Warum ich gleich hier schon aufnehme, ich hätte schon vorspielen können, wir waren noch nicht so weit in der Welt, dass man hätte aufnehmen müssen. Dass ich das jetzt offscreen hätte machen müssen. Jetzt ist schon wieder fast hängen geblieben. Das Spiel raubt mir echt den letzten Nerv. Und das auf den Sonntag. Komm jetzt weg hier. Kann ich hier nicht mit irgendwas fliegen? Ich kann jetzt auch gerade keine Charaktere wechseln, gut, dann auch nicht. Na toll. Das war jetzt auch noch ein gekonnter Satz mit X. Ich wollte eigentlich nur hier runterspringen. Ziemlich praktisch, diese Sturzabfangdrohnen, nicht wahr? Nicht mal das geht. Ich fühle mich verkohlt. Ich habe jetzt keine Lust auf das Rennen, deswegen mache ich das auch nicht. Also jetzt hier ein paar Ringe, noch ein bisschen Geld einzusacken. Ach, verdammt, den großen, guten Ring habe ich natürlich übersehen. Was heißt übersehen? Den habe ich nicht bekommen. Ich glaube, den aber. So, und da hinten der rote Kreis ist, steuere ich meinen Fallschirm auch gleich dahin. Dass ich gar nicht so viel weiter weg lande. Oh, la la. Und im Garten sind wir. Wann musste ich noch viel weiter hinlaufen zu den Zielörtchen? Aber ich hab jetzt, ich muss euch sagen, ich bin jetzt ohne groß, weil normalerweise mache ich das ja bei den Credits, wo ich dann sage, was ich von den Spielen halte. Momentan bin ich von den Spielen minimal enttäuscht. Ich meine, das mit dem Glitch, besonders im letzten Part, wo ich dann in eine Lücke falle, wo ich nicht mehr rauskomme. Wo ich dazu gezwungen bin, das Spiel oder beziehungsweise die Level neu zu starten. Sowas finde ich lächerlich. Das muss nicht sein. Denn hätte man das irgendwie so machen sollen, dass der Typ da gar nicht reinkommt. Fertig ist. Hätten wir alle weniger Sorgen gehabt. Aber ne. So, hier sind wir jetzt wieder. Rein da. Und gucken wir mal. Jetzt müssen wir erst wieder den ersten Teil hören. Den nächsten Teil kann ich überspringen, weil wir kennen das ja schon. Wir müssen das nicht normal sehen. Wenn das jetzt wieder abstürzt, dann fange ich an zu heulen, ganz ehrlich. Leider ist über diese rätselhafte Insel nicht viel bekannt. Ja, ja, deine Karten sind gut. Taucht sie nicht auf unseren Karten auf. Und unsere Karten sind sehr gut. Viel Vegetation und offensichtlich ein paar Militäreinrichtungen. Aber das ist auch schon alles. Interessant. Das ist auch schon alles. Um ehrlich zu sein, habe ich jetzt dir das erste Mal zugehört, so ein bisschen. Normalerweise labert die da nur bla 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 und ich höre da gar nicht hin, so ein Ohr an das Ohr raus. So wie man es halt macht, wenn einem was nicht interessiert. Ich mache das relativ häufig, um ehrlich zu sein, mich Leute zutexten. Ich habe da auch den ein oder anderen Arbeitskollegen, der gerne mal stundenlang mich zutextet. Und ich dann einfach nur sage, ja, genau. Das Schlimme an der Geschichte ist, du kannst ihn auch dreimal sagen, dass das Tinnef ist, was er da erzählt. Das interessiert ihn nur nicht. Der labert dich weiter, bis du Ohrenbluten hast. Das ist nicht schön, um ehrlich zu sein. Ja, ich
Kennt ihr denn sowas, wenn euch wirklich jemand den ganzen Tag zutextet und ihr nur denkt, boah, kann der auch mal aufhören zu reden? Weil normalerweise habe ich mit den anderen Arbeitskollegen nicht allzu viel am Hut. Aber der da macht, der kann ich euch sagen. Aber nur Tinnef, das ist das Traurige. So, eigentlich sollte ich jetzt hier was bauen können, oder muss ich dazu noch mehr kaputt machen? Ja, das da. So, jetzt kann ich den Kollegen freipumpen. Eine Art Staubsauger, Sandsauger, wie auch immer. Oder Puster, ich bin immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, was der da eigentlich tut. Normalerweise, wenn ich raufspringe, dann pustet der was. Ja, ja, tun wir nicht. Der Fackel sagen wir nichts davon. Oh, jetzt habe ich das Ding selber kaputt gemacht. Beim letzten Mal haben sie die kaputt gemacht. So, und hier ist das Spiel dann abgestürzt. Also schon davor, als ich die Teile kaputt gemacht habe, um den Typen hier zu retten. Moment, ich weiß, was da hinten passiert. Deswegen nehme ich jetzt hier gleich ihn hier. Wenn... So, wunderbar schön. Jetzt sag ich schon die Pfeiler runter. Das sah ja fast dann aus, wa? Jetzt brauche ich wieder ihn. Dahinter. Wieder wechseln. Ja, heute noch. Irgendwie ist mein linker Kopfhörer gerade minimal defekt. Jetzt gibt er mir einen Stromschock. Wollen wir mal sehen, wie die da und die. So, wir brauchen jetzt auch wieder Linie. Die wir das getan haben. Ja komm, das ist jetzt schon alter Hut, aber wie gesagt, so lang war das eigentlich alles noch gar nicht. Mal gucken, wie weit wir in diesem Pfad kommen. Dann mit der Hebel. Und bloß aufpassen, dass wir uns da hinten nirgendwo reingritschen. Ich habe keinen Bock, die Level nochmal abzumachen. Wo ist denn jetzt unser Kollege hier, der uns hilft? Haha, voll auf die Omme. So, darüber. Halbe Leiste schon voll. Das ist nicht schlecht. Achso, ich denke immer wieder, weil bei den meisten Charakteren ist es ja so, wenn du Kreis drückst, dass dann ihre Spezialfähigkeit zur Geltung kommt. Bei ihm hier irgendwie nicht. Also ja schon, du holst ein schönes Schild raus, aber mehr auch nicht. Du bist eigentlich der Letzte. Können wir noch ein paar Punkte sammeln. Und hops, und hops. Der steckt hier hinten schon wieder fest, deswegen kam der nicht zur Hilfe. So, und das letzte Mal bin ich halt da unten einfach hängen geblieben. Wo ich einfach nur hier hoch hätte gehen müssen und das rausreißen. Jetzt komme ich nämlich mit ihm hier auch hoch. Hier ist ein Checkpoint, aber kein Speicherpunkt. Das ist auch eine kleine Seltenheit. Sind das Rieseneier? Dinos. Hat jemand die Dinosaurier zurückgebracht? Jurassic Park. Was machen sie hier? Ist ja. Das ist ja mal lustig. Ich mag eigentlich Dinos, ich mag die gar nicht mit. Achso, da muss ich was machen, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. So. Stand der Dinge. Alle klar. Dinos weg. Wir können weitergehen.
Das war ja mal wieder elegant klug von mir. Versuch der zweite. Ja, hier kommen Schild und Feuer. Wissen wir. Wo kommst du denn her? Was machen wir da eigentlich? Schon sagen, das ist für den. Da ist ja noch ein Dino. Da muss ja irgendwo ein Nest sein. Was ist das? Warum leuchtet das? Ich hab keine Ahnung. Da hinten. Ich hatte ja gehofft, der kann das kaputt machen. Kann er aber anscheinend nicht. So bin ich hier wieder runtergefallen. Das war nicht so klug. Was soll ich denn jetzt hier machen? Da hinten geht's ja an sich weiter. Nur wie komme ich da hin? Rüberspringen geht nicht. Ach so, doch, ich kann hier. Ach, das muss man mir doch mal sagen. Stimmt, das war schon wieder ganz verdrängt. So, jetzt kann er hier nämlich hier wieder seine Muskeln spielen lassen. So, jetzt räumen wir hier ein bisschen auf. Dinos und böse Mutanten kämpfen zusammen gegen mich. Schubelief haben wir auch voll. Kann man nichts tun. Dann brauchen wir wieder auch eine andere Fähigkeit. Hier kann man wieder basteln. Er kann nicht basteln. Super. Was er nicht alles nicht kann. Was machst du da? Okay. Ich hätte vielleicht hier mit ihm hier einfach Kreis drücken. Alles weg. Ich bin nicht wirklich zum Schwimmen geeignet. Das Wasser ist zu schnell, sogar für mich. Findet einen Übergang. Oh, da unten ist ein Stück weiter. Wie lange geht der Partner noch weiter? Na okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. War's das bald? In einer Stunde sind wir drüben. Das ist wieder Dino, Mutanten, alles. Einfach alles. Ist das nicht Herz allerliebst? Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Schön, du sollst ja auch nicht das. Sollte sie ja ein bisschen. Scheiß. Und Scheiß. Wunderbar. Sesam, öffne dich. Jetzt brauchen wir eh ihn hier. Aus dem Weg, du kleiner Wicht. Geht doch. So. Was? Kämpft er schon gegen die Dinos? Ja, den großen Dino nicht mal gestört. Schon wieder Mutanten. Das. Darum war ich nicht mal in der Nähe, aber. Ging kaputt. Reicht doch. Ach so. Dann komm mal mit, du Lappen. Ein paar Punkte, die können nicht schaden. So viele haben wir nicht. Da oben ist eigentlich so ein Ding, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da ankommen soll, um ehrlich zu sein. So, komm ab da rein. Jetzt können wir auch mit ihm gleich weiter durchmarschieren.
Mal gucken, wo, was uns jetzt erwartet. Ah, ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um mich und meine Insel aufsteigen zu sehen. Er macht vielleicht eine Show draus. Er hat eine fliegende Insel? Ist das irgendein Hydra-Trick? Als ob ich das wüsste. Wart's einfach ab. Captain America. Ding. Charles Xavier lässt euch grüßen. Storm. Hey, eine Wettergöttin ist gar kein so schlechter Tausch. Besonders für Johnny. Hey, komm zurück, du feiger Hund. Okay. Hier haben wir jetzt unseren neuen... unseren nächsten Partner für diese Welt. Ich hatte zwar trotzdem gehofft, dass jemand cooler ist als Storm, aber... aber ich würde auch sagen, der Part ist an dieser Stelle erstmal vorbei. Ich speichere auch hier mal ab. Nur falls das Spiel wieder der Meinung ist, dass ich... dass es abstürzen sollte. Von daher, ja. Na gut. Dann bedanke ich mich für euer Zuschauen. Hoffe, dass ihr auch im nächsten Part von Lego Marvel Super Heroes wieder mit dabei seid. Bis dahin.